Hallo und willkommen mal wieder beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind im 7. Part, glaube ich. Ja, wir sind im 7. Part. Ihr seht schon oben rechts 244.317 Euro haben wir. Bevor wir uns den John Deere kaufen, fahren wir erstmal den Liebherr zurück, damit ihr auch mal seht und wisst, wie der sich fährt und so, wie der sich vom Innenraum ansieht. Fährt sich eigentlich sehr gut. Die Lenkung finde ich am besten, weil der kann sich richtig gut lenken. Also er kann richtig gut scharfe Kurven fahren. Das finde ich am Liebherr eigentlich das Beste und den müssen wir, glaube ich, auch mal sauber machen. Also die Schaufel vorne. Ziemlich verdreckt aus. Und der kann 41 km/h fahren. Das finde ich auch schon ziemlich viel für so ein Liebherr Radlader. Nee. Oh, Frontlader. Ich verwechsel das immer. Es ist so. Und wenn wir den zum Hof gebracht haben, weil wir bringen den jetzt zum Hof, weil wir ja da auch Silage haben für unsere Kühe und dies müssen wir auch in die Futterstelle machen. Das Gras, das gegärte Gras. Aber ich glaube, das ist noch nicht fertig. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel Prozent da schon drin sind. Also wie viel Prozent schon gegärt sind. Ich schätze mal so um die 70. Nee, mehr. Oder vielleicht ist auch schon fertig, weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. So. Nee, ist noch nicht fertig. Ich stelle den jetzt einfach mal hier hin. Hier so rein einfach. So. Schadet ja nichts. So, dann gehen wir mal gucken. Ich schalte mir meine Taschenlampe an. So. 91. Na, dann ist es ja bald fertig und dann können wir in der nächsten Folge, glaube ich, das auch also in die Futterstellen da rein machen. So. Am besten, genau, wir kaufen uns jetzt einmal den John Deere. Genau, John Deere kaufen wir uns. Oh, ich bin schon gespannt. So. Ihr Kauf steht beim Händler abholbereit. So. Dann gehen wir zurück und genau 29.000, also können wir das uns auch kaufen und dann haben wir nur noch 291 Euro. Hui, das ist ja wenig, also, aber hat genau gereicht. Freue mich. So, hier steht er. Wow. Oh, vorne das Licht sieht man gleich, wenn man so, sieht ein bisschen komisch aus. Aber, ist ja egal. Wow, hört sich der geil an. Also, Hut ab, würde ich sagen. Von innen kein großartiges Geplemper oder also so Sachen hier braucht man aber auch nicht. So, dann zeige ich euch das jetzt mal hier. Wow, hier klasse sieht das aus und genau so einen kleinen brauchen wir auch eigentlich nur für unseren Hof. Echt schick dieses Ding hier. Oh, ist der geil. Der sieht wirklich fantastisch aus. Oh, auch wie der sich gleich anhört. So, so. Den habe ich mir auf Mottos darunter geholt. Sieht schon klasse aus. Hoffentlich geht jetzt das Tor auf, weil bis 6 Uhr, bis 21 Uhr, also dann flippe ich aus, ey, echt. Also dann, ey, echt, also. Ja, es geht auf. Weil bei mir ging es, glaube ich, schon mal nicht auf.
Und das war schrecklich. Also das hat so genervt. Ich musste ein Feld abernten, hatte mir ihn schon gekauft, einen Mähdrescher. Und dann konnte ich mir den, also konnte ich den nicht hier rausholen. Und dann musste ich ihn zurücksetzen. Das ist zwar nicht so toll, aber ja, muss man halt. Oh, der kann 42 km/h fahren. Ganz schön schnell für den Kleinen hier, ne? Also sieht auch gut aus. Was mir an dem auch gefällt, dass der so einen kleinen Schneidwerk hat, weil wir brauchen ja keinen riesigen hier, den Krone, den es hier gibt. Der ist viel zu riesig. Also, wir brauchen erstmal so einen kleinen und den. Oh, Hauptstraßenschild. Wir brauchen erstmal so einen kleinen. Ich finde den auch ziemlich gut. So, dann fahren wir den jetzt erstmal zum Bauernhof. Wow, habe ich schon wieder was umgeschossen. Schon wieder. Ziemlich breit. Ich muss das auch erstmal lernen, mit dem hier also zu fahren. Ich kenne seine Lenkung ja auch gar nicht. Hier steht der Same. Da habe ich schon ein bisschen weiter gerubbert. Aber wir wollen ja auch gleich erstmal sehen. Und ich würde sagen, wir sehen gleich mal mit dem. Also wir grubbern gleich erstmal fertig da. So, ich fahre den jetzt mal genau weiter. So. Sieht schon hammermäßig aus. So, dann fahren wir den. Fahren wir ihn jetzt am besten hin. Ich würde ihn erstmal hier in die Scheune reinfahren. Da passt der erstmal am besten hin. So ein bisschen aufpassen hier. Oh, voll gegen die Fahne. So. Wow, hört sich da geil an. So, genau. Gras habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Und ja, genau, wir wollen jetzt grubbern. Oder nee, wir holen uns jetzt erstmal. Genau, wir holen uns jetzt einfach einen Kaschek. Ich meine, der ist viel zu riesig für diese ganz kleine Sämaschine da. Also, ich habe ja noch eine kleinere und mit der sehe ich eigentlich immer Mais an. Aber wir müssen uns, glaube ich, mal eine größere kaufen. Weil wir haben jetzt auch einen größeren Häcksler und das ist ganz schön blöd, mit so einer kleinen Pups-Ding zu arbeiten. Das finde ich hier, diese rechte hier, ist viel zu klein für Feld 18. Und ja, das ist voll blöd, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie sieht es auch lol aus. Guck mal. So, drehen wir erstmal den Kreis hier. So. Aber es ist ganz schön lang hier, ne? Die Sämaschine ist an sich ja auch lang. Also für eine kleine, die ist lang. Und der Kaschek, der lange. Das sieht echt witzig aus. Dann lassen wir ihn gleich mal als Helfer arbeiten. Aber, oh, das geht eigentlich gar nicht. Weil wir haben ja nur noch 400. Dings, das müssen wir noch grubbern. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja, ein Grubbern wäre es noch gleich schnell. So, ich stelle den erstmal hier ab. Ich muss ihn erstmal jetzt sortieren. So, gehen wir mal zum Same darüber. Weil die große, also die da ich jetzt habe, die geht, glaube ich, nicht mit. Warte, ich guck mal. Die geht nicht. Die hat kein Mais. Hier, das ist das Blöde an der. Es wird auch langsam wieder hell. Oh. So, dann grubbern wir schnell weg. Weil das ist blöd, der kann ja nicht das kleine Stück übergrubbern, weil das ist ja keine Sämaschine, die das kann. Grubbern und sehen gleichzeitig.
So, dann werden wir in der nächsten Folge, glaube ich, immer noch sehen und ich muss mal überlegen. Ja, wir sehen die ganze Zeit. Es wird zwar ein bisschen langweilig, aber das muss sein, weil sonst können wir, aber ich werde bestimmt auch ein bisschen vorproduzieren, also dass ich schon ein bisschen weiter bin. Also ich werde auf jeden Fall Feld 15 werde ich sehen. Ich glaube, das mache ich mit, also ich habe mir vorgenommen, Feld 18 und Feld 16 gleich mal mit Mais anzusehen. Und dann würde ich es so machen, dass wir dann, also genau, das mache ich fertig mit dem Mais, und dann habe ich vielleicht auch schon angefangen, hier rechts Feld 15 zu sehen. Oder Feld 17. Aber auf jeden Fall werde ich mit euch ein Feld noch zur Hälfte oder im Ganzen sehen mit euch. Wir bringen jetzt mal den Gruber hier weg, weil den brauchen wir ja erstmal nicht mehr. Ich brauche auf jeden Fall jetzt mal wieder Geld. Das werden wir, glaube ich. Oh, ich bin vorbeigefahren. Ich laber hier so viel und dann vergesse ich das immer voll. So. Genau. Gras machen werde ich dann auch schon fertig sein. Ja. Genau, Gras machen und so. Also Grasarbeit, das mache ich mit euch nicht. Wenn ich es mit euch machen soll, dann schreibt mir es bitte in die Kommentare. Weil manche wollen das ja sehen. Genau, den fahren wir gleich mal zu unserer Sämaschine. So, kuppeln wir das mal an jetzt. Und dann lassen wir den Kaschek erstmal fahren. So. Hier am Rand lassen wir ihn fahren. So, lassen wir ihn jetzt fahren. Fährt zwar ein bisschen schief, aber ist doch egal, wie kommt. Dann werden wir jetzt mal nach unserem. Och, komm schon hier. Mal gucken, wie viel gegärt. 98. Okay. Also ich werde auf jeden Fall für die Kühe dann schon mal. Nee, komm, das machen wir zusammen. Ich glaube, kann der die Sämaschine. Nee, wir nehmen dafür einen Trecker. Nehmen jetzt hier mal einen Traktor. Och, komm schon hier. So. Oh, der hat nur noch 33 Liter. Aber jetzt kann ich nicht tanken. Voll gegengefahren. Weil jetzt kann ich nicht tanken, weil sonst ist das Geld total weg.
Ich fahre die Sämaschine jetzt vom Silo, weil ich habe schon Gras wieder gemacht und ich will das Gras ja hier auch ins Silo schütten. Ich verabschiede mich dann auch jetzt und habe mich gefreut, dass ihr wieder zugeguckt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, dann bis dann. Tschüss.